freue mich mega, euch heute dürfen, Tabea Oppliger vorzustellen. Wir haben mega Freude, dass sie uns zugesagt hat. Wir geben ihr dann einen fetten Applaus. Wir haben wirklich Freude gehabt, dass du uns zugesagt hast, hierher zu kommen. Sie ist extra von Tel Aviv, Israel, nur für die Blessed Town-Konferenz hierher gekommen. Und es ist ein mega Vorrecht und Ehre für uns. Ich habe mir heute überlegt, wo habe ich Tabea das erste Mal gesehen und mir ist in den Sinn gekommen. Ich bin etwa vor 12 Jahren, da bin ich irgendwie 17 oder 18 gewesen, bin ich zu Rico gewesen, am Gomersee in Italien. So einem Windsurf-Camp. Und sie und ihr Mann waren dann schon der. Ihr hattet auch dann noch keine Kinder, nicht mehr. vor 12 Jahren. Sie sind begeisterte Kiter und Windsurf auch nicht mehr. Schon. Begeisterte Kiter und Windsurfer. Und sie sind für mich eine Familie, die Leidenschaft ausstrahlt. Also, dass du hier in der Schweiz alles hinter dir lässt und einfach in ein fernes Land gehst. Israel ist ein Land, das crazy ist. Sie haben alles hinter sich gelassen, sie haben die ganze Familie dorthin gegangen, für Menschen aus dem Menschenhand, aus dem Elend rauszubefreien. Und sie wird uns mega viel von dem erzählen, was sie dort erleben. Ich gebe das Mikrofon dir. Es ist mega cool, du bist da. Komm, wir geben ihr einen fetten Applaus. Ja, danke viel mal. Ich habe wirklich auch gedacht, es ist schade, bei der Worship aufzuhören, weil ich habe wirklich den Heiligen Geist gespürt. Und immer, wenn wir Tränen kommen, wenn ich wirklich einfach so richtig bewegt werde, dann weiss ich, dass der Heilige Geist wirklich da ist. Und ich spüre eine Offenheit, ich spüre eine Aufbruchsstimmung und das braucht es. Wenn wir etwas erwarten von Gott, dann kann er wirklich kommen. Wenn wir einfach, wenn wir da sind und nicht viel erwarten, dann kann auch nicht viel passieren. Darum, ich möchte beten für offene Herzen. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist das Mikrofon übernimmt. Du hast es vorher so schön gesagt, als wir uns ein bisschen vorbereitet haben, hat er gesagt, der Spurgeon hat mal ein Zitat gemacht und er hat gesagt, du eine Predigt vorbereiten, wie wenn es der Heilige Geist nicht gibt. Und er, wenn du predigst, dann du einfach reden, wie wenn du die Predigt nicht hättest vorbereitet. Also ich möchte wirklich dem Heiligen Geist das Mikrofon geben. Willst du beten? Vater im Himmel, merci vielmals einfach für diesen Morgen. Merci, dürfen wir da sein. Vater, ich bete jetzt wirklich, dass du deine Salbung auf Tabea legst. Ich bete, dass du ihr wirklich die Worte gibst, die du für uns bereit gemacht hast heute Morgen, Jesus. Danke vielmals, bist du da mit deiner Kraft und mit deiner Gegenwart. Du gehst durch die Reihen durch. Und ich bete, dass du wirklich in unsere Herzen ganz genau und wie ein Schwert, dass die Worte wirklich in unsere Herzen hineingehen. Vater, wir beten, dass du unser Herz auftust, dass wir wirklich ready dürfen sein für die Botschaft. Amen. Go for it. Amen. Ja, es ist wirklich auch für mich eine riesige Ehre, da zu sein. Zum Beispiel haben wir vorher gesagt, ich sei die erste Frau, die da darf eine Message halten. Also eine riesige Ehre. Danke viel mal. Ich weiss nicht, ob ihr vorher das Bild gesehen von meiner Familie. Habt ihr es gesehen? Da, das ist Tel Aviv, das ist unser Strand. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort, aber es ist nicht immer so einfach, wie das Bild hier ausstrahlt. Aber das Bild strahlt wirklich unsere Familie aus. Wir sind crazy, wir sind dynamisch, wir sind temperamentvoll und so geht es so oft zu und her. Und ja, seit ich in Israel bin, wirklich meine Familie ganz, ganz neu dürfen entdecken. Und das sage ich ganz bewusst. Ich lebe viel bewusster Familie. Ich stehe zwar jetzt da und erzähle euch, was wir machen, aber seit wir in Tel Aviv, Israel sind, bin ich ziemlich zurückgetreten. Ich habe immer noch voll die Vision im Herz, aber ich habe gemerkt, meine Kinder brauchen mich in so einem fremden Land. Es ist wirklich schwierig, in einer neuen Kultur sich zurechtzufinden, mit einer Sprache, die wirklich keinen Sinn macht. Und ich bin recht sprachbegabt, das darf ich so sagen, weil ich bin mehrsprachig aufgewachsen in Neuguinea und habe 3 Sprachen geredet, bin daher gekommen, habe in Genf die Ausbildung gemacht, habe Französisch geredet und habe gedacht, das kann ja nicht so schwierig sein, aber es ist wirklich herausfordernd, schon nur die Sprache zu entziffern und darum bin ich eigentlich voll für die Family dort, wirklich. Und Mutter Teresa hat das, glaube ich, mal gesagt, if you want to change the world, go home and love your family. Und ich bin mittlerweile wirklich auch von dem überzogen. Wenn du die Welt verändern willst, dann lieb zuerst deine Familie. Und ich weiss, ich kann etwas in meine Kinder hineinlegen. Oder ich kann euch jetzt etwas weitergeben. Ihr seid eine Generation, ihr habt das Leben noch vor euch. Und ihr könnt
Jetzt, indem ihr eure Leidenschaft entdeckt, könnt ihr einfach Vollgas geben. Ich wünschte, ich hätte früher gewusst oder eigentlich verstanden, was es bedeutet, eine Leidenschaft zu haben und sich für das einfach einzusetzen. Wir suchen so oft viel zu weit. Was ist das Thema? Passion, Compassion. Passion, Leidenschaft. Compassion, Barmherzigkeit. Mitleid, aber nicht Mitleid im Sinne von, oh du Arme, sondern ein Mitleiden. Es ist wirklich ein Mitleiden, wenn man etwas sieht. Es ist ein heiliger Zorn, der entfacht wird, wenn man einer Ungerechtigkeit in die Augen schaut. Und wir haben gestern wirklich so das Ganze gehört, einfach Menschenhandel. Das ist ein Thema von Ungerechtigkeit. Aber es gibt so viel auf dieser Welt, wo wir eine Leidenschaft dafür entwickeln können, oder was schon in uns hineingelegt worden ist, was uns so richtig verrückt macht. Und das ist deine Berufung. Es ist so einfach. Deine Berufung ist das, was dich so richtig verrückt macht. Ein heiliger Zorn. Wie der Moses. Ich habe vor 10 Jahren habe ich eine Predigt gehört von Bill Hybels. Wir sind zusammengehockt mit ein paar Freunden, meinem Mann. Ich hatte das schon immer in mir inne gehabt. Einfach so, oh, ich will einfach mehr, ich will mehr sehen, ich will mehr Jesus, ich will Wunder sehen. Was ist das Ganze? Man liest in der Bibel von Wunder und Zeichen und dann leben wir so in Strukturen, die uns so gefangen nehmen. Und ich hatte immer den Hunger nach mehr. Aber ich konnte nicht definieren, für was will ich mich wirklich einsetzen, für was möchte ich mein Leben hingeben, für Jesus ja, aber wie sieht das aus? Dann haben wir eine Predigt gehört, eben von Bill Hybels, Holy Discontent, heilige Unzufriedenheit, oder eben, wie wir auf gut Berndeutsch sagen, heiliger Zorn. Und wir haben die gehört und er hat, ich sage dann kurz, um was es Predigt gegangen ist, aber vorweg, alle haben die Message gehört und haben gesagt, ja, mein heiliger Zorn ist das und meine ist das. Und ich bin dort gesessen und dachte, ich weiß nicht, was mein heiliger Zorn ist. Einfach, ich habe einfach gewusst, ich möchte mein Leben einsetzen, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte wirklich eben einen bleibenden Unterschied machen. Aber wie das wirklich hat ausgesehen hat, habe ich einfach nicht gewusst. Und das hat mich so beelendet. Ich habe viel zu weit gesucht. In dieser Message hat er erzählt von Moses. Der Moses ist als Hebräer geboren. Wir kennen die Geschichte, ich erzähle es nicht ausführlich. Er ist schlussendlich im Reich der Pharaonen aufgewachsen, bei den Ägyptern. Er ist aber im Herz innen, ist er Israelit gewesen, ist er Hebräer gewesen. Seine Wurzeln hat er nicht verleugnen, obschon er gegen aussen vollkommen ausgesehen wie ein Ägypter, wie die Pharaonen. Er war ganz sicher auch geprägt von dem Ganzen. Aber ganz innen hat er seine Wurzeln nicht verleugnen. Und nachher, als er zugeschaut hat, wie seine Leute, die anderen haben es ja nicht gewusst, aber er hat es gewusst, wie seine Leute unterdrückt sind, wie seine Leute sind geschlagen wurden, wie seine Leute haben müssen, eben, Sklaverei erleiden und einfach wirklich so gelitten haben. Er hat gewusst, eigentlich bin ich auch einer von denen. Und der hat so einen Zorn gehabt in sich, dass er, als er zugeschaut hat, wie ein Ägypter sein Bruder hat geschlagen, hat er gerade ausgeschlagen und hat ihn gerade umgebracht. Er hatte einen heiligen Zorn, der noch ein bisschen unkoppelt war. Aber er ist dann geflüchtet auf Midian, ist dort einfach Schafe hüten, ist sozusagen in die Wüste. Hat er geheiratet, hat nachher die Schafe geweidet von seinem Schwiegervater und plötzlich wirklich einfach so im Nichts draussen, aber immer noch mit dem, oh, ich kann das nicht aushalten, was ist das? Das geht doch einfach nicht. Ist er der gewesen und hat einfach eben Schaf gehütet. Nachher hat er, dann wissen wir die Geschichte, der brennende Busch, Gott hat zu ihm geredet und hat gesagt, Moses. Zuerst ist er auf dem heiligen Boden gestanden und hat gesagt, ich sehe deinen Zorn. Ich sehe, dass dein Herz blühtet für meine Leute. Es sind auch deine Leute. Und ich möchte diesen heiligen Zorn brauchen, dass du den aber das mal richtig einsetzt. Die Leidenschaft, die du hast, dass du fast zerbrichst an dieser Ungerechtigkeit, die du jeden Tag in die Augen schauen musst, das sehe ich. Und das ist auch mein Herz.
Und mein Herz kann das auch nicht mehr aushalten. Und mein Herz blüht auch für das. Und darum möchte ich genau den brauchen, weil du lässt dich zerbrechen von dem Ganzen. Dir ist es nicht gleich, dass die leiden. Und ich möchte das brauchen, aber eben gekoppelt mit mir zusammen. Und du musst eine Antwort sein auf das. Und ich will dich brauchen. Und der Moses, wir wissen es, er hat es dann gemacht. Und ich bin überzeugt heute, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat, einen heiligen Zorn, wo, wenn du immer wieder etwas hörst, siehst, irgendwo bist, wo dir etwas über den Weg läuft. Es muss nicht Menschenhandel sein. Es muss nicht die Armut sein in Afrika. Es muss nicht irgendwie, das musst du einen Brunnen bauen irgendwo. Es muss nicht das sein. Es kann etwas sein, ganz in deiner Nähe. Es kann sein, dass du etwas nicht aushaltest in deinem Umfeld, wie die Schulen funktionieren oder irgendwo in der Politik. Oder was auch immer, aber Gott hat etwas in dich hineingelegt, das dir immer wieder über den Weg läuft, wo du dann plötzlich, wieso sehe ich jetzt das die ganze Zeit? Oder wieso laufen wir jetzt immer die gleiche Frau über den Weg? Aha, vielleicht ist da etwas. Es ist so einfach. Und ich möchte dir heute sagen, lass in dich hinein, was ist dein heiliger Zorn? Für was blühtet dein Herz? Gott wartet genau auf dich, dass du endlich eine Antwort bist. Dass du nicht die Antwort suchst in anderen Organisationen. Dass du nicht die Antwort suchst eben in der Politik oder was auch immer. Ja, sie machen es dann schon. Oder wie wir gestern gehört haben, wie wir plötzlich etwas akzeptieren, weil es einfach Norm ist. Dass man einfach akzeptiert, dass es heutzutage Männer und Frauen gibt, die immer noch in der Sklaverei leben. Die nicht über ihren Körper frei bestimmen können. Ah ja, es ist schon noch schlimm, aber es geht mir eigentlich nichts an. Mal, es geht dir etwas an. Vielleicht nicht, dass du dich auch voll einsetzt für das. Wie gesagt, jeder hat einen anderen heiligen Zorn. Aber ich möchte dir wirklich sagen, lass in das rein und mach etwas. Ich habe meine Burning Bush Experience, wie gesagt, erst nach... Ja, also eben, wie gesagt, ich habe die Message gehört und also gedacht, ja, was ist es genau? Und das war, wie gesagt, vor 10 Jahren, als ich die Message gehört habe. Und nachher im 2008 bin ich dann an einer Konferenz gewesen, wo ich das erste Mal über Menschenhandel gehört habe. Und das hat mich so erschüttert. Und das war wirklich so mein Moment gewesen, wo das Metz in mein Herz ist. Und ich hatte dann noch keine Tochter gehabt, aber ich habe das so... persönlich genommen. Also gedacht, hey, ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich habe genau dem ganzen Klischee einfach geglaubt, ja, die Frauen, die wählen das einfach. Ja, klar haben sie nicht eine grosse Wahl, aber ja, ich kann ja eh nichts machen. Also, was soll ich auch machen? Und das ist meistens das, was uns eben lähmt. Was uns einfach wie so, ja, ich kann ja nichts machen. Oder wir sind so beschäftigt, in unserem Alltag innen. Vor allem auch gerade in Kirchen. Und das ist kein Vorwurf. Aber wir machen so viel. Und wir sind so beschäftigt, dass wir gar nicht Zeit haben, zum rauszugehen. Dass wir gar nicht Zeit haben, unsere Augen aufzutun für das, was außerhalb von unserem Schönen, von unserer Komfortzone passiert. Und ich habe ein Zitat gelesen, wo steht, «Our comfort zone is our prison». Und das ist wirklich wahr. Wenn wir immer dort bleiben, wo es uns einfach wohl ist. Mir ist es einfach wohl da, mir ist es wohl in der Church, mir ist es wohl in meiner Kleingruppe, mir ist es wohl da. Dann sind wir wie in einem eigenen Gefängnis inne. Aber wenn wir einen Schritt raus machen und eben, wie gesagt, der Samen, der gesetzt ist, wo man merkt, oh, das hat jetzt wirklich etwas mit meinem Herz gemacht. Was ist das? Menschenhandel, okay. In Zürich gibt es das wirklich. Ja, es sind einfach Prostituierte, die vielleicht in so einem Bordell arbeiten und einfach nachher ein bisschen Geld verdienen und wieder zurückgehen in ihr Heimatland. Und dann habe ich gewusst, ich will dem Samen, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt gesagt worden in mein Herz, dem muss ich Beachtung schenken. Und ich bin zurückgekommen von dieser Konferenz, es war in London, ich bin zurückgekommen in die Schweiz und habe dann schon 2 Kinder gehabt. Und habe dann schon massiert, ich bin massieren
Und habe einfach gedacht, und das war wirklich etwas, was der Heilige Geist mir gegeben hat, habe ich mir überlegt, wenn ich Leute massiere bei mir daheim, ganz normale Kunden, dann erleben sie etwas. Sie erleben einfach Heilung im Körper. Ich habe wirklich viel erleben. Gott hat mir eine Gabe gegeben mit meinen Händen. Und ich habe einfach gemerkt, sie tun sich auf, sie haben mir ihr Leben immer erzählt. Ich habe wirklich einfach mega viel erlebt beim Massieren. Und dann habe ich so überlegt, eine Frau, die als Prostituierte arbeitet, die muss den ganzen Tag ihren Körper hergeben und ihr wird bei jeder Bewegung, die sie bekommt auf ihrem Körper, wird ihr etwas genommen, wird ihr etwas geraubt. Ihre ganze Seele, ihr Körper, ihr Herz ist einfach naked, wirklich blutnackt vor diesen Leuten. Im wahrsten Sinn vom Wort. Würde wird ihr genommen, alles wird ihr genommen. Und beim Massieren könnte ich ihr bedingungslos etwas geben. Und sie kann eine Berührung erleben, die sie noch nie hat erlebt. Weil es ist bedingungslos. Es kommt einfach etwas auf sie. Sie weiß noch nicht einmal, dass es Jesus ist. Und mal schauen, was passiert. Aber ich denke, die Idee ist so crazy. Ich meine, wenn ihr das jetzt hier hört, denkt ihr, spinnt die. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich das überhaupt umsetzen? Wie kann ich das überhaupt machen? Dann habe ich mir erkundigt, es hat ein Ehepaar gegeben, das in den Strassen von Zürich unterwegs ist, im Milieu. Und dann haben sie gerade einen Vortrag gehabt und ich bin her an diesen Vortrag. Und mittlerweile sind wirklich eben ein paar Monate vergangen von all diesen Gedanken. Wir müssen nicht denken, dass das alles gerade so passiert. Es ist einfach etwas, eben ein Samen wird gesagt und dann nährt man den. Und dann streckt man die 5 Brot und die 2 Fische immer wieder Jesus her und sagt, ich habe das, ist das auch etwas? Und dann geht man einfach mal einen Schritt vor. Ich höre das. Ist das richtig? Und Gott ist es so. Er tut dich nicht verarschen. Wenn er dir etwas ins Herz hineinlegt und wenn du sicher sein willst, dass es er ist, dann mach einfach mal einen Schritt. Und dann schaust du weiter. Wenn die Tür aufgeht, ah ja, sie geht wieder auf. Manchmal ist es länger, manchmal ist es weniger lang. Das ist seit ein paar Monaten vergangen. Ich gehe in das Milieu rein. Der Vortrag war direkt wirklich im Milieu. Ich hatte dann schon das dritte Kind, die Tochter. 6 Wochen alt, hatte so im Tragtuch gehabt. Und wir haben gestern von Gerald gehört, wie er erzählt von jemandem, wo er das Gefühl hatte, er müsse umarmen. Ich hatte genau so das gleiche Erlebnis gehabt. Es hat in Strömen geregnet. Und ich hatte so im Tragtuch gehabt, Schirm. Und plötzlich, und ich steige so aus dem Auto und dann sehe ich so aus dem Blickwinkel eine Frau dort stehen. Ganz klare Prostituierte, ganz knapp bekleidet. Und ich steige so aus dem Auto und sie schaut mich so an und schaut da vorne an mein Bündeli her, an meine Tochter und kommt schnurstracks über die Straße. Einfach voll auf mich zu und ich war ein bisschen überfordert gewesen, weil ich habe, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung im Milieu oder keine Erfahrung mit so anständigen Leuten. Und es ist mir einfach eine Fahne entgegengekommen von Alkohol und sie war voll nass gewesen, weil sie ist einfach so im Regen gestanden, wirklich wie so ein gewaschener Hund. Und alles Make-up war verschmiert, Schminke war verschmiert. Sie hat eben, wie gesagt, so aufgedunsete Lippen gehabt, gestunken von Alkohol. Und sie kommt einfach so auf mich zu und bleibt so vor mir stehen und sagt so, da, so in ganz gebrochenem Deutsch, darf ich deine Tochter küssen? Und ich so gedacht, hey, die, meine Tochter küssen, so ein reines Bündel da und jetzt so gestunken. Und mir ist wirklich gegangen wie im Geru. Sie Blitzmoment gsi natürlich, weil du kannst nicht dort stehen und überlegen, ob du jetzt die Tochter küssen oder nicht. Das ist alles recht schnell abgegangen, aber die Gedanken haben alle Platz gehabt. Und wirklich wieder Geru, es ist wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen als bei ihm. Aber wirklich, also wie gewusst in dem Moment ja. Und dann war sie ganz baff gewesen, dass sie ja gesagt und hat sich über das Köpfchen gebeugt und hat einfach so ihr Mündchen gegeben und hat nicht mehr aufgehört. Dann habe ich sie einfach in den Arm genommen und habe sie einfach gehabt. Und dann fährt sie an zu rennen und rennen und rennen und sagt, ich habe auch Kinder, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Und ich war einfach der und eben Frischmutter, alle, die vielleicht jetzt nicht so viele Mütter da, aber einfach die schon mal Mutter geworden sind, das ist so, in dem Moment bist du einfach
sehr zerbrechlich und die Tränen sind immer zuvor und ich einfach nur geheult. Und also gedacht, hey, das ist auch eine Tochter von jemandem. Und sie selber hat vielleicht auch eine Tochter. Ich habe nicht gewusst, ob sie Söhne oder Töchter hat. Aber sie hat Kind. Sie weiß nicht, wo sie sind. Sie sind ihr weggenommen worden. Und ja, wie ein Gesicht zu diesen Statistiken, zu diesen Zahlen von Frauen und Männern, die in diesem ganzen Milieu drin sind. Und ich bin einmal mehr einfach zerbrochen gewesen. Ich einfach gewusst, hey, ich muss etwas machen, aber was? Und eben der Gedanke vom Massieren, bin er an diesem Vortrag, habe dann mit dem Ehepaar geredet und habe gesagt, habe ihnen von dieser Idee erzählt und sie gesagt, hey, ja komm, lass uns das probieren. Wenn das von Gott ist, wenn das der Heilige Geist ist, dann machen wir das. Bin er 3 Jahre unterwegs gewesen im Milieu, zuerst mit ihnen zusammen, nachher selbstständig und wir haben buchstäblich dürfen. Ich habe dann ein Team aufgebaut, weil das kannst du wirklich nicht allein machen. Und wir haben wirklich buchstäblich dürfen Frauen aus dem Milieu raus massieren. Und beim einen Bordell, nach der dritten Frau, haben sie dann gesagt, wir dürfen nicht mehr dorthin kommen. Und das war einfach so krass gewesen, zu erleben. Es ist eben, es klingt jetzt so, wie wenn es mega einfach wäre gewesen und wir da einfach Frauen haben en masse raus massiert. Das stimmt nicht. Das sind zusammengezählt etwa 6 Frauen, die wir dürfen rausholen. Aber es sind 6 Leben. Und wie der Benji gestern Abend gesagt, auch wenn es nur für eine Person ist, die hat eine Würde, die hat eine Ehre, die hat ein Recht, Freiheit zu erleben, in Freiheit über sich selber zu bestimmen. Das Recht, das gehört jedem. Und der heilige Zorn, der hat immer weiter und weiter und weiter in mir innegebrannt und ich habe gewusst, es lenkt mir nicht, ich will mehr machen, ich will mehr erleben, ich will mehr sehen. Und ich habe einfach immer wieder mich einfach ausgestreckt nach dem Jesus und ihm einfach meinen Hunger gegeben und gesagt, hey, es muss mehr geben, es muss mehr möglich sein. Aber man ist manchmal so überwältigt vom grossen Bild und es ist nicht wertend, was man im Kleinen anfängt zu machen. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Im Kleinen beweist sich Treue, im Kleinen beweist sich einfach the constants, wie sagt man das, einfach immer wieder das machen, wo man aufs Herz überkommt und die Beständigkeit, weiter in dem innen zu gehen, auch wenn man nicht das Resultat sieht. Und gleichzeitig immer wieder den Hunger, den heiligen Zorn entfachen und sagen, hey, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Und dann auch wissen, dass es eben, wie gesagt, in kleinen Schritten dorthin führt. Im kleinen gehorsam sein, im kleinen treu sein. Und dann nicht das Gefühl haben, dass das Kleine, das man macht, nicht darf führen zum grossen Bild. Auch jetzt, wir sind wirklich einen grossen Schritt weiter. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Es sind immer nur noch wenige Leute, die wir rausholen können, effektiv, die wir helfen können, die wir einen Unterschied machen können. Aber Gott hat Ewigkeitsperspektiven und er sieht das ganze Bild und er schaut immer wieder in seine Leute rein, in seine Herden rein, um zu schauen, wer hat den heiligen Zorn für das. Hey, komm, ich verknüpfe, ich muss die irgendwo dorthin führen, wo eine Person ist, die schon am Tun ist, wo sie ohne heiligen Zorn hat dafür. Und ich sage immer im ganzen Menschenhandelbereich, die Menschenhändler sind so vernetzt. Die sind so krass vernetzt und würden das Leben lassen füreinander. Zusammenarbeiten, damit sie Frauen in Gefangenschaft halten und ihr Geld machen und all das. Und wir Christen, wir Organisationen probieren alle ein bisschen selber zu fusten. Und das ist aber meine Frau, die ich rausgeholt habe. Und die Geschichte will ich erzählen. Und ich möchte jetzt das erzählen. Und das ist, komm nicht zu nahe. Was ist das? Wir müssen wachsen in Einheit und einander die Hand geben. Ich darf zufrieden sein, das zu machen, was ich am Machen bin. Und nachher vertrauen, wenn ich sie raushole oder wo immer herbringe, dass jemand anders den Job weitermacht. Es ist so wichtig, dass wir zusammenspannen. Und Gott, ich habe immer wieder das Bild von Gott, wo einfach eben den ganzen Überblick hat. Und immer wieder die Leute so
wirklich fast ein bisschen versetzt, so, oh, die muss jetzt dorthin gehen und die muss jetzt dort sein, weil dort ist einer, der gleich tickt wie sie und die kann sich dem anhängen, weil das ist die Vision und sie muss nicht selber etwas anfangen. Und so ist unsere Vision für Global Act entstanden, wo wir einfach eine Organisation gegründet haben, wo wir sagen, das ist ein Zug, der am Fahren ist und andere Leute dürfen darauf aufsteigen und ihren Platz finden. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die eine Leidenschaft haben. Und sie brauchen einfach jemanden, der ihrer Leidenschaft Hände und Füße gibt. Ich sage immer Compassion, Mitleiden, Barmherzigkeit. Das ist Leidenschaft mit Händen und Füßen, die sich nicht scheuchen, dreckig zu werden. Und wir brauchen so viel mehr Leute, die sich brauchen und die ihr Herz brechen für etwas, das Gott schon lange dafür blüht, sein Herz. Und wie gesagt, das Beispiel von vorher, wo Gott da ist und einfach immer wieder die Leute platziert, so, dass sie uns über den Weg laufen, dass wir dann zusammen etwas machen können, das erlebe ich nonstop. Und wenn ihr das Gefühl habt, wir hätten gewusst, was wir überhaupt in Israel machen sollen, dann seid ihr, kann ich euch sagen, dass wir keine Ahnung hatten. Ausser, dass wir brennen für Gerechtigkeit, ausser, dass wir gewusst, dass wir einfach mal dorthin gehen und einmal Fragen stellen, was gibt es in diesem Bereich? Wo können wir anpacken? Was können wir machen? Wir haben nur eine kleine Ahnung gehabt, was wir werden machen. Und das liebe ich an Gott. Und das ist der Schlüssel für euch auch, euren Heiligzorn, den Gott in euch hat hineingelegt. Gott wird euch immer wieder Bestätigung geben, dass es wirklich euer Heiligzorn ist, den ihr euch dafür einsetzt, wenn ihr einen Schritt macht. Dann wird es bestätigt. Macht wieder einen kleinen, dann kommen plötzlich wieder Leute an eure Seite und helfen euch, diese Vision zu erfüllen. Wir sind nicht alleine unterwegs in dieser Vision. Es sind immer wieder Leute an unsere Seite gekommen, sind wieder gegangen, sind wieder gekommen, neue sind gekommen. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Aber macht den ersten Schritt. Das, was in euch innen brennt. Ihr seid jetzt da. Und Konferenzen sind super, aber der Geru hat schon gesagt, wir müssen auch die Schritte machen. Es reicht nicht, dass wir einfach jetzt das hören. Oder ich tue ganz bewusst nicht... der Heilige Zorn, der ist nicht nur im Menschenhandelbereich. Das ist überall. Und ich möchte einfach euch wie Tools geben, eigentlich, Werkzeuge oder sagen... Ja, mit Zeugnis erzählen, wie Gott bei mir jetzt hat gewirkt, aber dass ihr dann nicht probiert, das ist bei ihr so gelaufen, dann wird es bei mir, muss ich das Gleiche machen? Nein, streck dich einfach aus nach Jesus und seinem Herz und dem, was er dir da hat reingelegt und mach einen Schritt. Mach einen Schritt, er wird bestätigt werden, wenn das dein Weg ist, wenn das dein heilige Zorn ist, wo Jesus Ausschau hat nach dir und sagt, den möchte ich brauchen in Sachen Single-Mütter. Den möchte ich brauchen in Sachen Armut. Den möchte ich brauchen in Sachen Menschenhandel. Den möchte ich brauchen im Kirchenbauen. Den möchte ich brauchen mit der Kunst. Es braucht so viele Leute, die wirklich einfach sagen, da bin ich, da sind meine 5 Brot, da sind meine 2 Fische. Ich strecke sie auf, dir entgegen und ich will zuschauen, wie du es vermehrst. Aus eigener Kraft können wir nichts machen. Nichts. Und wenn wir es probieren, dann merken wir es sehr schnell und brennen aus. Und ich bin immer mehr, habe ich einfach die Erkenntnis, schlussendlich kannst du so viel lesen, dich informieren und weiss nicht was, aber schlussendlich geht es, wie nah bin ich am Herz von Jesus und mache einfach das, was er mir da reingelegt hat. Und noch kurz ein paar Beispiele, wie Gott wirklich bestätigt hat mit Israel, mit unserem Auswandern, kann ich fast sagen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir dort werden sein. Nach getaner Arbeit kommen wir wieder. Wir haben wirklich am Anfang auch gedacht, Israel...
Also was sollen wir dort? Tel Aviv, ja, mal, ich habe gehört, das ist eine kleine crazy Stadt. Und wir sind einfach einmal schauen. Und auch wieder so eine Burning Bush Experience. Einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das ist ohne Zweifel Tel Aviv, wo wir hergehen. Wie gesagt, ich war ja im Milieu unterwegs in Zürich und habe diesem Menschenhandel ein Gesicht gegeben. Ich habe viele Gesichter, habe viele Namen zu diesen Statistiken können tun. Dann hocken wir auf so einer Reise, eben, wo wir wie mit dem Gedanken gespielt haben, ja, mal, ich glaube, unser Projekt wird in Tel Aviv sein. Ich habe noch nicht genau gewusst, was. Einfach mal gewusst, wo. Und sind einfach mit dieser Frage dorthin gegangen, ist es Tel Aviv? Ist es Israel? Wir wollten wirklich sicher sein. Dann hocke ich dort in einem Hotel. Es ist so ein Stegli runtergegangen zu der Strasse. Es war gerade so. Ich war nicht ganz so hoch, vielleicht wie die Boxen. Und dann da unten ist die Strasse. Ich habe dort gewartet auf Matthias. Er hat gesagt, er ging noch ein bisschen Snacks kaufen. Und wir wollten die dort essen, dort auf der Terrasse. Nachher kommt so eine Frau zu laufen, die Strasse ab. Und etwa 2 Meter hinter ihr ein Mann. Ich habe sofort gewusst, das ist eine Prostituierte, das ist ihr Zuhälter. Kommt sie so zu laufen. Und wie die andere Frau, die meine Tochter wollte, die mir eine Tochter aus München geben, ist die nur straks auf mich zugekommen. Und ich bin wieder ziemlich verschrocken. Und die Frau ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Jetzt spinne ich wirklich. Und nachher kommt sie unirritiert Stegen auf und ich so, willst du absitzen? Und nachher der Zuhälter hinter ihr sagt, nein, sie darf nicht absitzen, sie muss arbeiten. Und dann habe ich so gesagt, take it easy, du kannst auch gerade absitzen. Und es ist wirklich so eine Boldness über mich, so eine Kühnheit. Also wirklich, ich kann es nur so, das war einfach der Heilige Geist gewesen. Ich bin nicht von Natur aus eigentlich wirklich mit so fremden Leuten und Alkohol von mir, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe als Kind mega Angst gehabt vor so Leuten, wirklich. Es ist nicht einfach, von Natur aus bin ich nicht mutig solchen Menschen gegenüber. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor denen, weil sie so unberechenbar sind. Aber es ist, es ist einfach der Heilige Geist gewesen, der über mich kam und ich habe gesagt, komm doch auch gleich sitzen. Und ich habe das wahrscheinlich mit so einer Autorität gesagt, der ist tatsächlich gekommen, wie ein Lämmli. Und ist dort abgehockt an diesem Tisch mit mir und sie auch. Und sie hockt einfach so da und ich so, auch wieder voll vom Heiligen Geist, sage ich auf Englisch, ist das sozusagen deine Freundin? Er schaut mich so an und sagt, wer bist du? Wer bist du? Dann habe ich so gesagt, ich bin Tabea und du? Und er so, wer bist du? Dann habe ich gesagt, ist das sozusagen deine Freundin? Dann sagt er so, ja. Und nachher habe ich die zweite Frage gestellt und habe gesagt, es war eigentlich ein Statement gewesen, sie macht das, was sie machen muss, nicht freiwillig und nicht gern. Stimmt's? Dann hat er wieder gesagt, wer bist du? Das ist wirklich so immer. Dann habe ich nochmal gesagt, ich bin Tabea und du? Und er hat mir einfach seinen Namen nicht gesagt. Und ich habe einfach gewusst, wer er ist. Ich habe es schon gewusst. Und nachher, die dritte Frage habe ich gestellt. Und habe gesagt, und du hast schlaflose Nächte. Und er nochmal, hey, wer bist du? Und ich sagte, Tabea, und du? Und dann sagt er so, I'm David. Und ich sagte, schön, nice to meet you. Und dann kommt der Matthias zu laufen, Gott sei Dank, ich habe wirklich Blut geschwitzt. Und ich habe wirklich gedacht, was lasse ich mich da eigentlich ein? Ja, ja gar nicht, ich bin einfach da. Und dann habe ich mit ihr, habe ich dann wirklich mit, zum Glück habe ich sehr, sehr ein gutes Verständnis mit meinem Mann, ohne etwas zu sagen. Er war Polizist, Detektiv, jahrelang gewesen, er hat es auch gerade verstanden. Ich habe wirklich nichts müssen sagen, habe einfach mit Augenkontakt gesagt, wie er sich jetzt um den Mann kümmern muss. Und ich habe mich um die Frau gekümmert und habe sehr schnell herausgefunden, dass sie Französisch reden kann. Und er hat nicht können, darum habe ich gewusst, jetzt kann ich Vollgas mit ihr reden. Und habe einfach so durchlöchert mit Fragen und gesagt, gell, du musst da arbeiten, unfreiwillig und so weiter. Ich habe herausgefunden, es ist eine von 14.
Frauen. Sie ist noch die beste, weil sie erst alkoholabhängig ist und nicht noch, auch schon drogenabhängig ist. Sie muss in so einem Hotel, in einem Zimmer arbeiten und dort kommen einfach Tageskunden rein, Tageszimmer, wo sie einfach dort muss Männer bedienen muss. Und er war ihr Zuhälter gewesen. Und ganz am Schluss, ich habe immer noch nicht gewusst, dass ich sie sozusagen kenne. Und irgendwann habe ich so gesagt, hast du auch schon in Zürich gearbeitet? Nachher sagt sie, ja. Und ich bin da gesessen, wie geklebt und wusste, okay, Tel Aviv ist meine Stadt, der Kreis hat sich geschlossen. Und ich kann es nicht beschreiben, es war einfach so ein Moment gewesen, ein so ein göttlicher Moment, wo ich wusste, dort werden wir unser erstes Projekt, was auch immer das ist, in Sachen soziale Gerechtigkeit, dem Ganzen entgegenwirken, wird in Tel Aviv sein. Und ich kann euch wirklich bezeugen und ich bin überzeugt, dass wenn ihr mit eurem heiligen Zorn jetzt, vielleicht ist schon etwas da am Gehen und ihr merkt, hey, jetzt weiss ich es, wieso dass ich immer das spüre bei dem und dem Thema. Dann kann ich euch sagen, das ist von Gott. Und such nicht weiter. Er hat etwas in dein Leben hineingelegt, wo er möchte, dass du das brauchst und nicht versteckst. Wir kennen das Gleichnis von dem Kaufmann, von dem Geschäftsmann, der ist auf Reisen gegangen und seinen Knecht hat Talent gegeben oder Silberstück. Er hat nicht jedem gleich viel gegeben. Du musst jetzt auch nicht das Gefühl haben, oh ja, viel zu wenig. Es geht darum, das, was du hast, einzusetzen und nicht zu verstecken. Es bringt niemandem etwas, wenn du das, was du hast bekommen, versteckst und für dich behaltest in deinen vier Wänden. Your comfort zone is your prison. Rausgehen mit dem, was dir Gott gegeben hat. Rausgehen mit deinem heiligen Zorn. Wenn er noch etwas ungehobelt ist, dann wird ihn Gott schon hobeln. Aber gang raus mit dem. Und du wirst merken, wie Leute einfach an deine Seite kommen. Ich werde in der zweiten Session erzählen, wie wirklich Leute an unsere Seite gekommen sind. Einfach, um euch zu ermutigen. Nicht, um euch zu überwältigen und zu sagen, oh, es ist einfach bei dir so, bei mir passiert nichts. Das stimmt nicht. Es ist meine Geschichte und du hast deine Geschichte. Aber mach etwas mit dem. Und die Band wird jetzt kommen und einfach noch ein Lied spielen. Und lasst mich jetzt einfach nochmal zerbrechen von dem, was ich immer wieder über den Weg läuft und immer wieder einfach zu Tränen rührt, weil ihr so verrückt seid, dass es das gibt auf dieser Welt. Weil ihr es nicht mehr aushaltet, dass das toleriert wird in der Gesellschaft. Weil ihr einen Jesus kennt, der viel grösser ist als das, was ihr am gesehen seid. Dann setzt das ein. Und ihr werdet sehen, wenn ihr einen Schritt macht, werden Leute an eure Seite kommen, wenn es von Gott ist. Und wenn nicht, dann habt ihr vielleicht falsch gehört, aber ist egal, dann macht ihr halt, dann wartet ihr halt noch ein bisschen in der Wüste. Dann tut ihr halt noch ein bisschen Schafhüten. Aber er wird kommen. Und bleibt einfach offen für das. Und es ist wirklich so einfach. Ihr müsst nur das machen, was ihr gut könnt. Ich sage euch, ich kann eigentlich nichts in Sachen Organisation und Global Act. Ich bin weder Sozialarbeiterin noch Psychologin, habe ich Jura studiert. Ich habe nicht einmal irgendeinen hohen Abschluss. Aber ich habe ein Herz, das blühtet für Ungerechtigkeit. Und ich kann nicht zuschauen, wie Frauen und Männer, und in Tel Aviv, ich sage euch, wir haben fast nur Männer. Wir haben fast nur Männer in unserem Betrieb, die arbeiten. Weil das die Hochburg ist der Homosexuellen. Unsere Gesellschaft ist so gestört und ich kann nicht zuschauen, wie man das toleriert. Ich gehe selber auf die Gasse in Tel Aviv. Was ich dort sehe, es ist Horror. Und es überwältigt mich manchmal, weil ich denke, so, was machen wir schon? Und dann müssen wir uns wieder mit so Scheissdreck wie Bürokratie auseinandersetzen, dass wir überhaupt nur anfangen können. Und es nimmt so viel Zeit weg und ich will doch einfach jetzt die Leute rausholen. Ja, das gehört alles dazu.
Aber lasst euch brauchen. Lasst euch jetzt so richtig aufwühlen. Für was will ich gehen? Für was zerbricht mich? Was macht mich so richtig verrückt? Und sucht nicht zu weit. Es ist da in eurem Umfeld. Und ich weiss, Gott wird reden. Und er ist jetzt schon dran, am Leute vorbereiten, die euch dann werden gerade sofort zur Seite kommen. Einfach gerade schon mal als erste Bestätigung. Weil so ist Gott. Aber du musst einen Schritt raus machen und sagen, okay, jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Und ich freue mich zu sehen, wie von da, von Thun aus, etwas wird starten. Ich spüre wirklich einen Aufbruch. Ich spüre, dass Leute da sind, die parat sind. Und ich freue mich einfach zu sehen, was Gott machen wird.